Moin Moin an diesem wunderschönen Sonntag. Und zwar bin ich heute sehr früh aufgestanden, so um 7 Uhr. Also für einen Sonntag ist er schon sehr früh. Hab mir dann auch einen leckeren Kaffee gemacht, hab mich vor den Rechner gesetzt und hab ein bisschen Twitch geschaut. Und da bin ich an einem Kanal hängen geblieben. Und zwar vor Elotrix, heißt der, glaube ich. Bitte nicht haten, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche. Und der hat COD gezockt. Und ich fühlte mich sehr, sehr gut unterhalten. Ne? So gut unterhalten, dass ich beschlossen habe, auch mal die Aufnahmetaste zu drücken. Und was dabei rausgekommen ist, möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Ich musste dieses Video leider ein bisschen schneiden. Ich musste ein paar Wörter muten, weil es nicht ganz jugendfrei ist. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das Video nenne. Entweder Elotrix rastet aus oder Elotrix gegen Shaggy. Und an dieser Stelle mal einen ganz, ganz dicken Gruß an Shaggy. Du hast das großartig gemacht. Du bist der Act, der das Video überhaupt so großartig gemacht hat. Sagen wir es mal so. Gut, ich würde sagen, wir ziehen uns das Video jetzt mal rein. Viel Spaß. Los geht's. Ganz schlimm, die Gegner, Digga. Junge, 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 von wo, Mann? Also manche Lobbys sind halt wirklich einfach unspielbar, ne? Nicht, weil die Map unspielbar ist, sondern weil einfach die Gegner das einfach unspielbar machen. Ach, Digga, was krieg ich denn für Tode? Holy shit. Das ist wieder eine absolute... Digga, was soll das? Alter, wie die da oben in die Scheiße reingeiern. In dieses dreckige Gebäude da oben, Mann. Die müssen das zumachen oder die scheiß Map ist einfach unspielbar. Die Map ist einfach nur wegen dieser Scheiße da oben einfach unspielbar, Bruder. Okay, jetzt. Wir gehen raus, Digga. Warum sollte man sich so eine Lobby geben, Mann? Das sind einfach COD-Müllmenschen und die gehören einfach so fucking angespuckt auf der Straße, Digga. Solche Leute, ey, das muss man sich einfach mal reinziehen, ey. Bei solchen Gegnern, ich kann... Wieso spielen manche Menschen so Call of Duty, Digga? Was ist mit denen schiefgelaufen, Digga? Was stimmt mit denen im fucking Kopf nicht, ey? Mann! Ey, dieser Russenskin regt mich richtig auf, ne? Mit seiner scheiß Jogginghose, Alter. Der sieht genauso aus, wie die Russen in den Supermarkt einkaufen gehen, Mann. Das macht mich einfach aggressiv, wenn der mich tötet. Dieser Shaggy hat mich jetzt auch schon so oft getötet, Digga. Mann, hast du Timelag, du dummes Arschloch, ey. Digga, es ist alles voll mit Claymores. Shaggy, du nervst! Digga, das Spiel ist so fucking kräftezehrend, ne? Mir tut mein linker Daumen langsam weh vom Sprinten drücken, ey. Junge, er ist halt auch einfach gut, dieses dumme Kind, Mann! Zock ich den ganzen Tag COD, du nervst, Junge! Digga, Shaggy, wir sind hier nicht MLG-Halbfinale, du gewinnst hier nichts! Wir spielen Public! Nice Spawn, Shaggy, tut mir auch überhaupt nicht leid für dich. Na, Shaggy, alles klar, Bruder? Bruder, anders schlimm die Lobby, ey. Ja, Mann. So, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Nochmal die Grüße an Elotrix. Du hast Elotrix. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Du hast mich wunderbar unterhalten und auf jeden Fall werde ich dich weiter verfolgen und deine Let's Plays großartig. Super Entertainment. Ja, freue mich schon auf dein nächstes Video oder auf deinen nächsten Stream. Dann würde ich sagen, gut, schönen Restsonntag. Macht's gut. Wir hören und sehen uns. Bye bye.